So, hallo und alle zu einem neuen Video. Heute gibt es mal wieder ein kleines Sextech-Chest-Opening. Meine Freunde, auf diesem Kanal kommt momentan nicht so viel. Hat eigentlich auch nur einen Grund. Ich bin ein bisschen beschäftigt für meinen Hauptkanal. Der Hauptkanal, der Minecraft-Kanal, der ist letzte Zeit immer so ein bisschen am Einknicken gewesen. Und seitdem, ja, versuche ich da ein bisschen mehr zu machen. Und das führt manchmal unweigerlich dazu, dass hier halt ein bisschen weniger kommt. Weil 2 bis 3 Videos am Tag, dann nochmal ein Special-Video. Jetzt ist Crafting als Projekt gestanden, alles Mögliche. Deswegen kann es halt sein, dass hier so eine Flaute kommt. Hauptkanal ist bei mir eigentlich immer First. Aber ich möchte das ein bisschen korrigieren und beheben. Und das zumindest hier mal in der Folge sagen. Und dann vielleicht ein kleines Hextech-Chest-Opening machen und demnächst auch wieder LoL-Videos hochladen und auch wieder mit den anderen Projekten anfangen. Und außerdem bin ich am Suchen nochmal für neue Spiele, die ich anspielen kann. Und da, ja. Okay. Bin ich ein bisschen am Gucken. Ich weiß, ein GTA hat sich Spaß gemacht, aber irgendwie alleine kann ich schlechten Online-Multiplayer was machen. Das ist, naja. In der Zeit seit den letzten Hextech-Chest-Openings ist was zusammengekommen. Und zwar halt Kisten, die ich gefunden habe und Keys und die lagen hier so rum und ich habe gedacht, na komm, ich warte, bis ich ein paar habe, dann mache ich ein Opening. Es gab mal eine Weile so bei den Hextech-Chest-Opening, dass Zuschauer die gesponsert haben. Ich habe das also eingestellt von mir, dass ich selbst welche kaufe, weil ich fand das zu teuer. Wenn das Zuschauer die gemacht haben, die haben die Serie gern geschaut, dann war das okay, dann habe ich das auch gerne weitergemacht, aber da ist jetzt halt auch nichts mehr zusammengekommen, also habe ich die einfach ausgesetzt. Ich will da jetzt nicht hier rumrennen und betteln, bla bla bla, macht mal, aber wer wollte, der hat es gemacht und dann ist auch ein Video draus entstanden und damit war dann jeder zufrieden. Kam allerdings nichts mehr und deswegen gab es halt auch keine Opening-Videos mehr. Durch die Zeiten, die jetzt so verstrichen sind, ich habe so offline, was ist offline, ich habe mal offscreen gespielt, ich habe mal so ab und an mal ein Game gemacht, jetzt ist auch wieder die neue Season angebrochen, neue Patch-Notes gekommen und alles mögliche und in der Zeit habe ich einfach 19 Key-Fragments zusammengekriegt, da kann ich einfach im Hexe-Keys draus machen, ich glaube so 8, ne, 6 Stück oder so müssen wir hinkriegen und da darf ich ganz, ganz viel forgen und ich dachte, das nehme ich mal auf, es wird dann noch ein kleines Video oder so, euch einfach mal sagt, der Kanal liebt euch, ich bin noch da, Leute, ich bin noch da. Falls mich jemand nur über diesen Kanal kennt, Hauptkanal First. Also, da geht die Eskalation immer richtig ab im Vergleich. Und da müsst ihr mich verstehen an meiner Stelle. Aber so, ich wollte diesen Kanal trotzdem auch ein bisschen hier ins Rampenlicht drücken und ich will auch eigentlich dafür sorgen, dass der mal die 100.000 Abonnenten schafft. Und das geht halt nicht, wenn man nur da sitzt und nichts tut für. Dafür muss man was machen. Und deswegen werde ich jetzt auch mal die nächste Zeit wieder ein bisschen Gas geben. Vielleicht schaffe ich es ja noch dieses Jahr. Hoffe ich mal, aber ich muss ja auch mal ein Infovideo auf dem Hauptkanal hier drüber machen. Wenn mal wieder ein neues passendes Projekt oder so startet. Okay, damit sind die Schlüssel alle durch. Add to loot. Ich habe 6 Keys, damit können wir 6 Kisten öffnen. Und ich öffne mal die hier, weil die lässt sich nicht stapeln damit. Und dann sieht es schön aus, wenn die weg ist. Mal gucken, was drin ist. Hextech Chest Opening. Gut, 6 Keys sind der Wahnsinn, aber habe ich mal so erfarmt. Go! Dann sind wir am Übrigens, habe ich auch noch eine Nachricht gekriegt. Hi Spark, kannst du mal ein Video mit Tipps zum Lane machen? Ich habe einen echt guten Farm, spiele meist schlecht, nicht schlecht. Trotzdem bekomme ich nie ein S, würde mich über eine Rückmeldung sehr freuen. Mit freundlichen Grüßen, Player 1606. Also wäre auf jeden Fall eine Video-Idee, aber das Problem ist, ich weiß nicht, ob man wirklich alles in ein Video reinpacken kann, wie ich spiele oder so. Ich habe, wenn ich ein Champion spiele, meistens keine Probleme, ein S zu spielen. Wenn ich einigermaßen gut eskaliere, dann läuft's. Es kommt halt auch immer auf die Zeit des Spiels an, weil wenn du wenn du ein Spiel hast, was nicht lange geht. Also, ich sag mal, die Bewertung am Ende kommt abhängig von. Was ist es? Kristalle haben Champions halt schon wieder. Schade. Die Bewertung am Ende des Spiels ist abhängig davon, wie du im Durchschnitt zu anderen Spielern stehst. Und damit wird auch die Durchschnittszeit der Spiele genommen. Wenn du also unter der Durchschnittszeit liegst, auch wenn du gut bist, kann sein, dass du kein S kriegst, weil du schlechter abgeschnitten hast als der Durchschnitt bei einem normalen Spiel. Also wenn du 1-0-1 hast, die haben Gegner noch 20 Minuten surrendered, hast keinen Tod, hast einen perfekten Farm, dann kriegst du kein S. Einfach weil alle die Millionen anderen Spiele, die alle mit dem Champion gemacht wurden, da haben die vielleicht, keine Ahnung, im Schnitt 5, 3, 6 oder so und so viele Minions. Und wenn du drunter liegst, wirst du als niedriger eingerankt. Also irgendwie sowas in den Dreh. Vielleicht nicht ganz so genau, aber so ist das Prinzip. Und wenn du ein Spiel hast, was lange geht und auf einem langen Spiel, 40-Minuten-Spiel, sehr gute Stats hast, dann kriegst du meistens ein S. Oder du eskalierst halt richtig krass, schon in den ersten 20 Minuten, dann kriegst du meistens auch mal ein S.
Ich habe irgendwie nicht so viele Probleme, S zu kriegen. Ich habe hier, man sieht, in welchem Rahmen alle ein S gekriegt hat. Ich glaube, ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, keine Ahnung. Gut, hier sind mal ein paar leere Lücken drin, aber ich kann es ja auch nur jede Woche auf dem Champion S kriegen. Das heißt, es ist ja wochenbasiert und so. Ja, mal einzelne Lücken hier. Habe ich auch gerade wirklich available. 2 Stück. Muss nur spielen, aber. Ja, so vom Prinzip. So, dann die nächsten Kisten. Damit das Video nicht ganz auf 6 Kisten steht und dann vorbei. Ich dachte, ich gebe mal so ein kleines Update und erzähl mal was. So, Willkost Champion Challenge. 3 Kisten, 3 Champions. Das heißt, die nächsten 3 Kisten müssen 3 Skins drin sein, weil das etwa gleich verteilt ist. Hoffe ich. Open. Ich muss noch ein paar Champions auf Level 7 machen hier. Erlester. Oh nein, 4 Champions. Okay, das ist jetzt richtig Pech. Ganz ehrlich, das ist richtig Pech. 4 Champions am Stück ist echt Pech. 5 Champions am Stück ist ebenfalls Pech. Ey, das ist echt kacke. Normalerweise ist es so, dass 50-50 ist, gern. Ich habe jetzt 5 mal da am Stück. Das ist echt böses Pech. Goalkeeper Blitzcrank. Na, wenigstens etwas. Etelut, aber ich glaube, den habe ich schon. Ja, ich kann, kann ich mal hier disenchanten. Ich habe durch das Hexech Chest Opening fast gar nichts gekriegt. Gut, 1 kann ich vielleicht aktivieren. Ich habe 790 von den Essenzen. Ja, gut, Meowkai lohnt sich gar nicht zu aktivieren, weil man wird immer den Victoria Skin spielen. Jana habe ich schon den nicht Winter Wonder, aber den Forecast oder den Wetter Jana Skin. Gibt's irgendwas hier, was sich lohnt von den Skins, die ich gerade habe? Naja, ich habe so eine alte Legacy, von denen ich mich irgendwie nicht trennen will. Kragas habe ich eigentlich auch noch einen anderen. Dann könnte ja alle Weihnachtsmann sieht auch porthässlich aus, aber. Vielleicht kann man ja mal. Naja, nicht wirklich. Es lohnt sich nicht, irgendwas zu upgraden. Velkos kostet auch 1000. Naja, gut. Dann dieses Mal nicht. Naja, die aktiviere ich mal nicht. Die hebe ich mir mal auf und so weiter und so fort. Und ja. Mal gucken, vielleicht gibt es demnächst wieder ein paar Key Fragments und dann kann ich wieder ein paar Kisten öffnen. Also die so random kommen. Dann, bis zum nächsten, Leute. Das Krachen, danke für das kleine Video. Es war super, super Pech heute von den 6 Kisten, aber muss ja auch mal sein. Bis zum nächsten, lasst krachen und tschüss.